Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Knoblauchs Welt entdecken. Materie ist out, Geist ist in. Leicht gesagt, aber was heißt das? Wer uns seit Jahren kennt, der weiß, dass wir seit Jahren diese Kurve Schritt für Schritt für Schritt fahren. Viele erinnern sich noch. Wir haben solche Kästen produziert. Das sind Bohrkisten. Und wenn Sie fragen, Materie, Geist, die Antwort ist einfach. 90-10. 90% Materie, 10% Geist. Einer meiner Lieferanten in China, der legt das Ding nur auf die Waage, der hat so eine alte Zeigerwaage und er weiß, ein Kilo, ein Dollar. Hier kommt eine neue Kiste, boah, ist die gut. Was kann die alles? Kein Problem, die wiegt 800 Gramm und deswegen kostet die 80 Cent. So einfach ist die Welt, wenn sie Materie produzieren. Nehmen wir dieses, ein brandneuer Laptop, soeben aus der Verpackung geholt. Wie viel Materie, wie viel Geist? 90-10, kein bisschen anders. Wissen Sie, und in den USA ist es noch viel krasser. Nach dem Cola-War-Krieg und dem Burger-Krieg haben wir jetzt einen Laptop-Krieg. Von Walmart eröffnet, in der Presse nachzulesen, $299. So, was heißt das für ein Zeitplanbuch? Wenn Sie es bei Chibo kaufen, sicher auch 90-10. Wenn Sie es bei Tempus kaufen, dann möglicherweise 60-40. Wieso der Unterschied? Naja, das Chibo-Teil kostet 9,90 Euro, das Tempus-Teil kostet 99 Euro. Warum? Natürlich, weil das bestimmte Formulare hat, weil es 365 Tage im Jahr lieferbar ist und so weiter und so weiter. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wir leben in Tagen, in denen die Materie in ihrer Bedeutung dramatisch abnimmt. Und wenn Sie Materielieferant sind, dann müssen Sie wissen, Sie haben 1,3 Milliarden Chinesen als Wettbewerber gegen sich. Wenn Sie im Geistgeschäft vorangehen, dann sind Sie unique. Und je mehr Sie Ihren Geistanteil steigern, desto einzigartiger werden Sie. Und deswegen ist jetzt die Zeit, mal nachzudenken, zu fragen, von welchen Bereichen will ich mich trennen und was will ich stärken? Materie zu Geist. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem Monat.